Okay, auch von mir schönen guten Tag. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hätte ich das wirklich nicht für möglich gehalten, was heute passiert ist. Das ist vor allem zunächst ein katastrophaler Tag für die Menschen in der Ukraine, denen als Fraktion Die Linke unser vollstes Mitgefühl gilt. Das ist ganz klar, ohne jede Relativierung, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den Präsident Putin zu verantworten hat, um das hier in aller Klarheit für die Fraktion Die Linke zu sagen. Wir müssen alles dafür tun, dass sich dieser militärische Konflikt, der von Russland begonnen wurde, nicht zu einem großen Weltkrieg ausbreitet. Das ist unsere große Sorge, die wir haben. Und ich will auch in aller Klarheit sagen, dass wir zunächst den zivilen Opfern gedenken wollen und dass wir vor allem angesichts der Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen, von den Menschen, die auf der Flucht sind, dass die Bundesrepublik Deutschland noch heute unmissverständlich klar macht, dass wir diesen Menschen Aufnahme gewähren und unbürokratische Hilfe zukommen lassen für alle, die aus dem Kriegsgebiet fliehen wollen. Darüber hinaus werden wir heute im Verteidigungsausschuss weitere Informationen bekommen. Ich werde am Verteidigungsausschuss gleich im Anschluss an die Statement teilnehmen und danach werden wir vielleicht ein paar weitere Informationen haben. Gleichzeitig rufe ich und meine Fraktion alle Menschen auf in diesem Land, sich an den vielfältigen Friedensaktionen, die geplant sind, an den Kundgebungen zu beteiligen. Und nochmal, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Und unser Appell geht auch nach Moskau. Der ist nur ganz klar, Präsident Putin, ziehen Sie alle Truppen sofort zurück. Beenden Sie dieses sinnlose Blutvergießen. Und es zeigt einmal mehr, wohin Nationalismus führen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.